Auch am Donnerstag wieder jede Menge brisante Informationen beim großen ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss. Heute stand der ehemalige Vizekanzler, Justizminister und auch Frau FGH-Richter Wolfgang Brandstätter hier den Abgeordneten Rede und Antwort. Gegen Brandstätter wird er aktuell auch ermittelt wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs. Hier gab es ja Chatnachrichten zwischen Christian Pilnacek und ihm, wo möglicherweise laut den Chatnachrichten hier eine Hausdurchsuchung vorab hätte verraten werden sollen. Heute hat Brandstätter zu diesen Vorwürfen Stellung genommen. Er hat anders als andere, gegen die hier auch ermittelt wurde, gesagt, nein, er wird von seinem Entschlagungsrecht hier nicht Gebrauch machen. Er wird sich zum einen selbst verteidigen und er wird zum zweiten alle Fragen beantworten. Er sagt, es hätte sich die Situation ganz anders zugetragen. Bereits im Vorfeld habe man ihn seitens eines Journalisten oder einer Journalistin darüber informiert. Und erst später hätte sich das Ganze zugetragen. Es wäre aber genau umgekehrt gewesen und somit wären diese Vorwürfe strafrechtlich nicht relevant. In anderen Bereichen und zu anderen Kausen hat Brandstätter auch gesprochen. Er sagt, er war bei den berühmten Side Letters, also den Namen der Regierungsbildung, hier nicht direkt involviert. Sein Name wurde immer wieder genannt. Er sagt auch, er habe dann später, nicht aufgrund der Side Letters, sondern auch aus Interesse, sich für das Amt als VfGH-Richter beworben. Das wäre im Nachhinein insofern ein Fehler gewesen, als dass es hier eine Cooling-Off-Phase geben soll, wo man doch mehrere Monate dazwischen auch pausieren müsse. Er würde das heute nicht mehr so machen. Auch hinsichtlich einer doch etwas umstrittenen Bestellung einer Richterin sagt er, nein, das wäre alles hier rechtlich im richtigen Rahmen gewesen. Es wurde ausschließlich nicht nach Qualifikation hier auch diese Bestellung vorgenommen und Brandstätter hat hier, wie gesagt, jeglichen strafrechtlichen Verdacht auch von sich gewiesen. Einer, der heute auch im Ausschuss zugegen war, allerdings nur in den Vormittagsstunden, ist Wolfgang Sobotka. Gegen den Nationalratspräsidenten wird ja momentan auch ermittelt. Er war in den Vormittagsstunden hier zugegen. Und ein anderer, gegen den auch ermittelt wird, der war zwar nicht hier, aber gestern ist sein Name immer wieder gefallen, das ist Oberstaatsanwalt Fuchs. Da gibt es ja jetzt auch eine Anklage, die hier von Innsbruck eingebracht wurde. Wien wird dafür nicht zuständig sein, auch aufgrund der räumlichen Nähe nicht die Bundesländer Burgenland, Niederösterreich, weil es hier einfach eine zu große räumliche Nähe zu Oberstaatsanwalt Fuchs geben soll. Für ihn und für auch alle anderen Genannten gilt in diesem Fall jedenfalls die Unschuldsvermutung.